Hallöchen, liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen beim Blick in die Vergangenheit. Ja, wir sind bei meinem Büchermonat November und es sind ja 11 Bücher im letzten Monat geworden. Ich war tatsächlich dann doch sehr, sehr überrascht und ich habe wie immer oder in den letzten 3-4 Monaten schon immer diese kleinen Videoschnipsel für euch gesammelt über den Monat verteilt, habe immer versucht, recht schnell nach dem Lesen ja den Eindruck des Buches an euch sozusagen weiterzugeben. Insgesamt habe ich 3809 Seiten gelesen, was sage und schreibe 127 Seiten pro Tag sind und das finde ich wirklich toll und war total überrascht, dass ich tatsächlich so viel im November zum Lesen gekommen bin und dachte, huch, wann hast du denn das auch noch geschafft? Also man merkt schon, dass eben auch ein paar Bücher mit dabei waren, die mich super angesprochen haben, die mich sehr begeistert haben. Ich habe auch ein abgebrochenes Buch dabei und zwar ist das Blut aus Silber. Davon habe ich nur knapp 170 Seiten von 900 gelesen, habe auch dementsprechend natürlich nur die 170 Seiten gezählt. Und ich habe zwei Rereads sogar in diesem Büchermonat dabei. Seid da mal gespannt, was es ist. Ich bin gespannt, ob ihr es dabei schon erkennt. Und ja, wünsche euch jetzt viel Spaß bei meinem Monatsrückblick. Das erste Buch im November sind Die Blausteinkriege von T.S. Orgel. Dahinter stehen zwei Brüder, Tom und Stefan, oder Stefan, je nachdem wie man ihn aussprechen möchte, die bereits schon Fantasy-Bücher geschrieben haben. Erschienen ist das Buch im Heine Verlag. Von diesem wurde es mir auch als E-Book zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Ja, wir haben hier einen High-Fantasy-Roman mit knapp 600 Seiten, der wirklich sehr kostbares High-Fantasy ist. Also jeder, der Herr der Ringe liebt, der, ja, es wird auch immer verglichen, ein bisschen mit Game of Thrones liebt, der ist hier absolut richtig, obwohl ich jetzt Game of Thrones nicht kenne, ich nur gelesen habe, dass es damit ein bisschen verglichen wird. Ja, wir sind hier im Kaiserreich Berun und begegnen verschiedensten Charakteren innerhalb dieses Kaiserreichs. Und in diesem Kaiserreich herrscht eben die Stärke des Blausteins. Das heißt, die eigene Magie kann durch den Blaustein hervortreten, kann durch den Blaustein stärker werden. Und es gibt natürlich nicht im Überfluss Blausteine und deswegen natürlich auch Blausteinkriege. Also wir haben hier auch einen sehr kriegerischen Fantasy-Roman, wie es ja einfach oft ist, dass natürlich da nicht Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Wir haben zum Beispiel einen Schwertkämpfer, wir verfolgen einen Spion, wir haben ein Mädchen, Sarah, die ein sehr, sehr tolles Talent hat. Und wir haben unterschiedlichste Geschichtsstränge, die es manchmal ein bisschen schwer machen, da komplett immer dabei zu sein. Man hat hinten auch ein Personenregister und auch natürlich eine Karte, dass man in etwa weiß, wo man ist, wo geht's hin, wo führt mich der Weg hin. Die Karte ist auf dem E-Book-Reader nicht ganz so gut. Ich glaube, da ist man besser bedient mit dem richtigen Buch. Aber die Geschichte ist unglaublich lebendig, sie ist spannend, sie ist actionreich. Ich hatte oft das Gefühl, ich lese einen Actionfilm. Das war wirklich unglaublich bildhaft dargestellt, mega erzählt. Es war ein intensives Lesen, es gab alle Gefühle von Trauer, über Wut, über Ärger, über ach toll, es gab alles, es war unglaublich gemischt, man hatte düstere Momente und dann wieder wunderschöne und es war einfach alles da drin, es war ein wunderbares Wechselbad dieser Geschehnisse, dieser Gefühle, dieser Darstellung. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Setting, das mir unglaublich gut gefallen hat. Es gab so manche Begriffe, mit denen man nichts anfangen konnte und leider gab es auch keine Begriffserklärung hinten drauf. Man hatte zwar Personen, aber keine Begriffe. Was ich ein bisschen schade fand, hätte ich mir noch gewünscht. Es war ein ganz, ganz tolles Buch. Es hatte die ein oder andere Länge. Also es kam alle 100, 150 Seiten, mal so 10, 15 Seiten, wo ich dachte, jetzt geh doch bitte wieder weiter. Aber es gab keinen Moment, wo ich es weglegen wollte. Es gab keinen Moment, wo ich dachte, so, musst du weiterlesen? Nein, ich habe mich immer auf dieses Buch gefreut. Ich wollte immer weiterlesen. Ich war gepackt, gefesselt und wollte wissen, wie die Blausteinkriege, wie es geht. Ich glaube, es geht dann natürlich weiter. Es ist ja nicht ein Einzelband. Es wird, ich weiß nicht, ob es eine Trilogie wird oder vielleicht nur zwei Bände. Da muss ich mich mal noch schlau machen. Ein wirklich gelungener Auftakt in den Monat. Und er hat mir wirklich, als Fantasy-Mädchen ganz, ganz viel Spaß gebracht.
Nach einem High-Fantasy-Roman geht es weiter mit einem Frauenroman von Britta Sabak in Zusammenarbeit mit Maite Kelly. Und zwar Herzfischen, erschienen im Bastei Lübbe Verlag im Oktober. Und das Taschenbuch kostet 12,99 Euro. Ein wunderschönes Cover. Der niedliche Biber, der ein Herz fängt. Ja, um was geht es in Herzfischen? Ja, das typische Herzfischen bedeutet in Partnerportalen, dass man eben einen Menschen ja anlockt und meistens dann das Geld von diesen nimmt. Und so ein bisschen geht es in dieser Geschichte da auch darum. Wir haben Josephine bzw. Josie bzw. Jojo, die in ihrer Kindheit, Jugend ein bekannter TV-Serienstar war. Und alle halten sie immer noch für diese Jojo. Und sie selbst hat aber seitdem keinen großen Ruhm mehr gehabt, wohnt in der Dachwohnung über dem Restaurant Café ihres Patenonkels. Und ja, hilft da im Grunde aus. Sie versucht sich immer wieder in der Schauspielkarriere, doch es wird nicht sehr erfolgreich. Aber sie hat gelernt, wie man aus der Not sozusagen eine Tugend macht und hat sich in einem Online-Portal angemeldet und hat da sehr fragwürdige Bekanntschaften. Zum Beispiel einen Fußfetischisten, der ihr wunderschöne Sandalen zum Beispiel von Gucci kauft. Und sie ihm dafür Fotos von ihren Füßen in diesen Schuhen kauft. Also unglaublich lustig. Wir treffen auf Simon. Das ist der zweite Charakter in diesem Buch. Und er ist ein Security Officer. Also das heißt, er überwacht irgendwie Internet oder ja sonstiges von seinen Kunden. Und es meldet sich einer der Kunden von Josie, also einer, der sich übers Ohr gehauen fühlt, und auch sonst im wahren Leben treffen die beiden sozusagen aufeinander. Und sie merken aber online gar nicht, indem er sie überführen möchte in einem Chat, sie merken aber gar nicht, dass sie miteinander sprechen während des Chats und ahnen auch nicht im wahren Leben, wer der Gegenüber ist. Also es ist ein Buch voller Irrungen und Wirrungen. Es ist unglaublich lustig. Ich habe einige Male lauthals gelacht. Ich habe viel geschmunzelt. Wer jetzt aber denkt, dass das nur ein oberflächlicher Frauenroman ist, der irrt, denn Britta Sabaks Bücher haben doch immer einen kleinen Funken Weisheit. Und es gibt ein wunderschönes Zitat, das ich mir herausgeschrieben habe. Und zwar, das Leben ist kein Wartezimmer. Wir brauchen Veränderungen. Sie sind wichtig, um weiterzukommen. Und es sind einige dieser wunderbaren ja, Weisheiten in diesem Buch bestückt. Man trifft einige Zitate aus Büchern wieder. Zum Beispiel die Liebeserklärung von Edward an Bella aus Twilight wird hier drin zitiert in einem total anderen Zusammenhang. Und es war einfach grandios. Ich habe viel, viel gelacht. Es war lustig, es war unterhalten. Man wollte dranbleiben, man wollte dabei sein, man wollte Josie ja im Grunde ermutigen. Wir wollten, dass Simon und sie ja vielleicht nicht ganz so ruppig miteinander umgehen. Es war unglaublich lustig. Es hat ganz viel Spaß gemacht, es zu lesen. Man spürt viel Britta Sabak. Man spürt auch viel Maite Kelly, so wie man sie einfach aus Interviews und so einfach kennt. Und man spürt, dass beiden da ganz viel Spaß haben zu schreiben. Sehr schön sind eben auch die Chats, die Simon zusammen mit Josie führt, und das ist einfach unglaublich unterhaltend und lustig. Eine absolute Empfehlung, wer was Lustiges für zwischendurch lesen möchte und auf der Suche nach einem Büchlein ist zum Lachen, zum Schmunzeln, zum ja, einfach Spaß haben, der ist absolut richtig bei diesem Buch. Nach leichter Kost kommt nun ein Thriller und nicht irgendein Thriller, es ist der neue Thriller von Sebastian Fitzek, das Joshua-Profil, erschienen im Lübbe Verlag. Ja, das Buch wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Ich selbst war ja nach der Blutschule von Max Rohde, und dahinter steckt ja Sebastian Fitzek, sehr, sehr kritisch diesem Buch gegenübergestanden, weil mir ja die Blutschule leider gar nicht gefallen hat. Und dachte dann, ja, gucken wir mal, wann du den neuen Fitzek liest. Und der lag dann eines Tages bei mir im Briefkasten. Ja, es hat mich gefreut. Ich bin da auch sehr dankbar, dass das Büchlein so zu mir kommt und vielleicht so auch die Chance bekommen hat, recht zeitnah gelesen zu werden. Um was geht es in dem Joshua-Profil? Ja, wir dürfen hier einen Thriller typisch, wie Sebastian Fitzek eben schreibt, erwarten. Es geht um Max Rohde, den bekannten Thriller-Autoren, dem wir eben ja die Blutschule sozusagen verdanken. Er ist verheiratet, lebt mit seiner Pflegetochter und seiner Frau in Berlin, hat einen pädophilen Bruder, der im Gewahrsam lebt, und eines Tages passieren merkwürdige Dinge, die Max dazu bringen, Dinge zu tun, die er vielleicht mit sehr viel Leidenschaft tut und aus dem Effekt heraus tut. Und wir
sind auf der Suche nach der Lösung und kommen dann eben hinter des Rätsels, was das Joshua-Profil ist. Denn Joshua ist ein Programm, eine Anwendung, eine Software, die verschiedenste Abgleiche bei Menschen macht, nach was sucht er bei Google, was bestellt er, was macht sein Navigationsgerät. Und da dann eben ja im Grunde schon so ein Täterprofil erstellt, um dann eigentlich kriminelle Straftaten ja schon vorher eigentlich zu vermeiden, damit es gar nicht so weit kommt. Und Max gerät in die Fänge dieses Programms und da müssen wir ihm jetzt raushelfen. Das Buch startet ungemein spannend, es ist direkt in der Geschichte drin. Wer die Blutschule kennt, kennt Max, kennt seine Vergangenheit, kennt das mit seinem Bruder, weiß, warum es da geschehen ist. Ich denke, da hilft die Blutschule vielleicht schon ein bisschen. Ist aber, glaube ich, absolut egal, wie rum man es liest. Ich persönlich fand das aber einen guten Einstieg. Man erfährt über Max etwas, man geht da schon sehr, sehr tief. Was denkt sich so ein Thriller-Autor? Ich glaube, da spürt man auch einen Hauch Sebastian Fitzek. Und als wir dann in diese Irrungen und Wirrungen kommen und in diese eigentliche Thriller-Geschichte, kam tatsächlich manchmal ein bisschen, also Langeweile ist das falsche Wort, aber es hat mich manchmal nicht gepackt, wie ich es sonst von Sebastian Fitzek kenne. Ich fand es manchmal schon fast zu nah an der Wahrheit. Ich kann es nicht anders sagen, ich mag ja die Thriller von Sebastian, weil es alles zwar im Bereich des Möglichen ist, man aber schon das Gefühl hat, es ist schon noch einen Schritt weiter, als wie es jetzt einfach aktuell ist. Und hier glaube ich persönlich, dass wir das schon lange haben, dass wir schon lange überwacht werden, dass schon lange sowas geprüft wird und vielleicht nur noch nicht so bekannt gegeben wird. Und mir war es manchmal zu realistisch. Und das Komische ist, dass ich das ein wenig merkwürdig finde, was dieses Buch betrifft. Woanders ist ja Realismus auf jeden Fall gut. Hier dachte ich mir, es war zu wenig Thrill. Ich weiß nicht, man hat manches einfach schon so verinnerlicht und in sich drin, dass es nichts mehr war, was den Puls hat höher schlagen lassen. Es war ein sehr, sehr guter Thriller. Die Problematik dahinter fand ich sehr, sehr gelungen. Ich fand auch die Darstellung dieser pädophilen Welt, also man ist das jetzt wie gespalten, weil man kann natürlich den Menschen verstehen, Pädophilität ist ja eine Veranlagung, dafür kann der Mensch ja in erster Linie nichts. Das ist, wie man auf Männer steht oder Frauen auf Frauen oder Männer auf Männer, das ist eben uns einfach so in die Wiege gelegt und das ist natürlich was, wo man sagt, da fühlt man auch mit den Tätern dann ja mit, obwohl ich glaube, es wünscht sich keiner für seine eigenen Kinder, dass sowas irgendwie in der Art dann irgendwie wo passiert. Und das wird sehr menschlich dargestellt und auch nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, das schreibt er auch in der Danksagung, sondern es war wirklich so, ein man muss einfach mal hingucken und das wahrnehmen und nicht mit Parolen einfach auf die Straße gehen. Und das passt ja gerade auch jetzt in der jetzigen Zeit nicht nur zum Thema Pädophile, sondern zu ganz vielen anderen Dingen. Es war sehr bewegend geschrieben. Man hat gespürt, dass da ein Vater schreibt. Ich fand schon, dass man da das definitiv gespürt hat und gemerkt hat. Und es war ein genialer Thriller. Aber es war nicht so packend wie die Thriller, wie ich sonst von Sebastian Fitzek kenne. Sonst lege ich dir nachts nicht mehr aus der Hand. Diesmal fiel es mir manchmal gar nicht schwer zu sagen, so, jetzt lege ich mich schlafen. Ich hatte auch kein Kribbeln bei vielen Momenten, wo ich, vielleicht bin ich da auch schon abgestumpft, das kann natürlich sein. Es war nicht der packendste Thriller, den ich von ihm gelesen habe. Es wird nicht mein Lieblingsthriller von Sebastian Fitzek. Es ist ein genialer Thriller, es ist keine Frage. Aber kein genialer Sebastian Fitzek. Und es ist ein bisschen schade, ich hatte mich ja schon sehr, sehr darauf gefreut. Aber ich hoffe einfach auf das nächste Buch und es war eine geile Geschichte. Also natürlich keine Frage, aber die Messlatte liegt halt hier einfach sehr, sehr viel höher. Und ja, er ist nicht so ganz an die letzten und vor allem auch gar nicht an die ersten Thriller so herangekommen. Es ist wirklich zwar der neueste, aber vielleicht wirklich eigentlich eines seiner schlechtesten Bücher. Vielleicht auch einfach, weil die Problematik sehr, sehr speziell war oder was er als Hintergrundgeschichte genommen hat. Aber es war ein geiler Thriller. Keine Frage, absolut empfehlenswert. Für mich aber halt kein echter Fitzek und irgendwie, es hat irgendwie so das Fünkchen eben einfach noch gefehlt. Weiter geht's mit einer Fantasy-Geschichte von Jennifer Easter Blackblade, erschienen im Ivy Verlag.
Der Verlag gehört zur Piper Verlagsgruppe und ich bedanke mich für dieses Rezensionsexemplar. Es ist der Auftakt einer Trilogie, kostet als broschierte Taschenbuchausgabe 15 Euro und ist ganz aktuell im Oktober erschienen. Ja, ein wunderschönes Cover, das man einfach mal auch loben kann. Eine Geschichte, es dreht sich hier um Laila, die in einer Stadt wohnt, in der Magie und Monster allgegenwärtig sind. Und Laila ist eine Art weiblicher Robin Hood, die aber nicht das, was sie von den Reichen stiehlt, den Armen gibt, sondern eigentlich sich selbst zum Überleben nimmt. Und eines Tages bei einem ihrer Raubzüge ist sie von Wächtern umzingelt, kann fliehen, beeindruckt eine der großen Herrscherhäuser in dieser Stadt, in diesem Land und wird gar zur Leibgarde des Sohnes. Und die ein oder andere Wendung ist hier dann auch noch vorprogrammiert. Eine Geschichte, die mich sehr gefesselt hat, die mich sehr gepackt hat, ein Stil, der sehr lebendig war, sehr spannend war, der einen wunderbaren Aufbau hatte, einen tollen Spannungsbogen hatte. Charaktere wie Laila, die sehr tiefgründig waren, sehr stark waren, sehr sympathisch waren, in die man sofort irgendwie ins Herz geschlossen hatte. Leider waren die anderen Charaktere ein wenig blass und ein wenig flach, was ich sehr, sehr schade fand, denn aus dem einen oder anderen Charakter hätte man durchaus ein bisschen mehr holen können. Aber vielleicht macht das Jennifer Estep ja dann noch in den nächsten Bänden. Eine Geschichte mit dieser Magie, die ich sehr gelungen fand, eine sehr schöne Idee, dass es unterschiedliche Magie gibt. Also es gibt ja Stärke, Geschwindigkeit oder eben auch Sinne, also wo man besonders gut hören kann, sehen kann oder dann eben auch einfach was damit sozusagen tun kann. Es war eben auch eine Geschichte, die sich sehr gesteigert hat, in der, wenn man einmal drin war, im Grunde auch drin war, was ich sehr, sehr toll fand. Es war ein toller Auftakt, das ist mein erstes Buch schon von Jennifer Estep. Mir hat die Geschichte sehr gut gefallen, mir hat ihr Stil gut gefallen und ich freue mich auf jeden Fall auf die Fortsetzung dieses Bandes und werde vielleicht doch mal zu einem anderen der vielen Bücher von Jennifer Estep greifen, weil ich wirklich die Gedanken, die Ideen dahinter und auch den Stil sehr, sehr gelungen fand. Eine wirkliche Leseempfehlung. Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green war mein nächstes Buch. Ein Buch, das ich gebraucht habe, weil ich Hoffnung haben wollte. Und das beschreibt die Geschichte von Hazel Grace und Augustus, ja, ich glaube eigentlich fast perfekt. Zwei Kinder, die Krebs haben oder Jugendliche, sich dann doch ineinander verlieben, obwohl gerade Hazel Grace doch sehr skeptisch ist und eigentlich keine Opfer auf dieser Welt haben möchte. Und es reicht eigentlich schon, wenn ihre Eltern leiden und sie dem eigentlich aus dem Weg gehen wollte. Aber merkt, das Leben bietet so viel mehr, wenn man zu zweit ist. Augustus, ein Typ, der unglaublich charismatisch ist, der fesch ist, der intelligent ist und der schafft, Hazel Grace Herz ein bisschen höher schlagen zu lassen. Eine Geschichte mit viel Liebe, mit viel Leben, mit viel Tragik, mit viel Schicksalsschlägen und mit einem Universum, das eben entdeckt werden möchte und manchmal auf sich aufmerksam macht. Ein Buch, das mich jetzt schon zum zweiten Mal mehr als berührt hat, das mich lachen lässt, weinen lässt, mich mit einer Leere zurücklässt und gleichzeitig mit Hoffnung, dass das Leben doch viel mehr ist als das Schlimme, was einem widerfahren kann oder was die Welt zu bieten hat. Dass auch bei allem Schlechten, was passiert, irgendetwas Gutes ist. Mit wunderbaren Zitaten in diesem Buch, die ich mir auch diesmal in meinem Büchlein markiert habe und sie auch niedergeschrieben habe. Es gibt, für manchen ist eine Unendlichkeit unendlicher als eine Unendlichkeit für andere. Wunderschön. Und ist uns nicht allen das okay bekannt? So manche hat sich vielleicht schon gefragt, was so manches T-Shirt, was es ja da gibt, bedeutet. Es stammt aus diesem Buch. Denn das okay für Hazel Grace und Augustus ist das für immer von anderen und einfach wunderschön. Ein Buch, das mir Gänsehaut bereitet, das so langsam einen Kloß im Hals bildet und mich wirklich immer wieder mitnimmt. Auch eine wunderbare Buchverfilmung mit wunderbaren Charakteren darin. Und ich mag Shailene Woodley und ich habe es ja nicht mit Namen. Ich mag auch der in Augustus spielt. Der hat auch so einen komischen Namen. Wunderbares Buch, wunderbarer Film. Und jeder, der einen Funken Hoffnung haben möchte und sagt, das Leben ist einfach das Leben und es ist gut, wie es ist,
der muss einfach dieses Buch lesen. Und ja, es ist mein absolutes Lieblingsbuch, wenn ich es als Einzelband betrachte. Also unter den Einzelbändern sozusagen. Und ja, es ist einfach perfekt. Und nun kommt ein Buch, ja, das ich leider abgebrochen pausiert habe. Und zwar Blut aus Silber von Alex Marshall, erschienen im Piper Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Ist ein High-Fantasy-Roman mit knapp 900 Seiten und kostet als ja, Taschenbuchausgabe 19,99 €. Und ich sage es vorweg, es war leider nicht meine High-Fantasy-Geschichte. Ich bin nicht in die Geschichte gekommen. Ich habe 170 Seiten gelesen. Ich habe zusammen mit der lieben Jenny gelesen, ihren Link, ihren Kanal in der Infobox. Sie hatte das wohl auch schon angefangen, hatte dann, glaube ich, bei Seite 70 irgendwie aufgehört und wollte eben, ja, dass sie ein bisschen Ansporn bekommt, es mit jemandem zusammenlesen. Und ich, ja, 900 Seiten ist natürlich schon viel für eine Geschichte, aber High Fantasy kann ja durchaus sehr gut sein, sehr einen in den Bann ziehen und dann fallen auch 900 Seiten nicht auf. Ich habe 170 Seiten geschafft und war danach sehr verwirrt. Ich habe viele Seiten und Absätze zwei-, dreimal lesen müssen, um es zu verstehen. Es war eine unglaublich schwere Sprache. Es war für mich unglaublich verwirrend. Ich bin nicht reingekommen. Ich war irgendwie auch so genervt dann, weil ich dachte, boah, du kommst hier gar nicht vorwärts. Es hatte nichts in den 170 Seiten mit dem Klappentext zu tun. Und ich habe dann ja den Piper Verlag angeschrieben, dass es mir echt unglaublich leid tut. Und das tut es auch wirklich. Ja, weil ich eigentlich so viel ja darauf gehofft habe, hier einen geilen Fantasy-Roman zu finden und endlich mal wieder High-Fantasy zu lesen. Aber leider. Für mich war es nichts. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Leute, die wirklich immer High Fantasy lesen, die da leichter reinkommen. Bei mir ist ja High Fantasy eher so, ja, das Tüpfelchen auf dem I und kommt leider viel zu selten vor. Das war wirklich nicht meins. Alex Marshall ist ein Pseudonym eines wohlbekannten Autors und sein erster Fantasy-Roman. Und es ist wohl nur der Auftakt einer Reihe. Leider. Vielleicht warte ich mal ein Jahr und fange dann einfach nochmal an. Es wird auf jeden Fall im Regal stehen und mich daran erinnern, dass es da ist, aber es war leider nicht meins. Ganz anders das nächste Buch, und zwar wurde ich von Chris Wagner angeschrieben, ob ich ja, von seiner Buchreihe Die Ewigen vielleicht einen Band lesen möchte. Und mir wurde dann, weil ich die wirklich sehr, sehr spannend vom Klappentext fand, vom Indiva Verlag, ja, Die Ewigen 1 bis 3, ja, als E-Book zur Verfügung gestellt. Und es sind auch aktuell genau diese drei Bücher von ihm erschienen, die man unabhängig voneinander lesen kann. Es hat alles den gleichen Protagonisten, Simon, ein Unsterblicher. Der Dreierpack kostet aktuell auf Amazon 3,99 Euro. Jedes einzelne E-Book 1,99 Euro. Und ich fand einfach diese Klappentexte so spannend, ja, weil es eben um einen Unsterblichen geht, der uns so in Zeit mitnimmt, in andere Länder mitnimmt und uns da was erzählt. Und ich habe die Gärten von Rom gelesen, mit denen habe ich begonnen. Das sind Kurzgeschichten, 78 Seiten. Und wir sind hier im 11. Jahrhundert. Wir sind ja in Rom, wie es der Titel schon sagt. Und Simon ist hier ein Gärtner. Und ja, wir treffen auf einen Magnus, ach, ich fand den Namen schon bei Chroniken der Unterwelt toll. Und ja, das ist ein Jongleur und irgendwas stimmt nicht mit ihm. Und ja, Simon will das Geheimnis aufdecken. Klingt erstmal nicht sehr spannend, aber das Besondere wirklich an der Geschichte ist der wunderbare Stil von Chris Wagner. Das war bildhaft, es war blumig, es war wunderbar detailreich, man konnte sich die Situationen wunderbar vorstellen. Es war wie eine Bilderflut, die über mich hereingekommen ist. Ich fand es packend, spannend. Ich mochte dieses leicht mysteriöse, magische, was eben Simon der Unsterbliche so an sich hat.
Das war sehr, sehr tief und es ging wirklich unglaublich toll in meinen Kopf, in meine Fantasiewelt hinein und ich war da wirklich sehr, sehr gepackt. Ich habe auch die 78 Seiten wirklich im Nu weggelesen und war da wirklich durch diese ja, wunderbaren Details, die erzählt wurden, ich war da so in diesen Gärten von Rom. Ich fand das wirklich toll. Ein ganz, ganz toller Stil, eine tolle Idee und die anderen beiden Bücher werden auf jeden Fall jetzt immer mal zwischendurch sozusagen gelesen. Ich habe sie ja auf meinem E-Book-Reader, das heißt auch unterwegs kann man da einfach mal zugreifen und lesen. Und ich fand das wirklich toll. Also es wird ja nicht das letzte Chris Wagner Buch sein, weil, also ich habe natürlich die anderen beiden Bände da und weil ich wirklich, ich finde das toll. Also auch so viel Aussagekraft in so einem Kurzroman zu packen, in der Kurzgeschichte, 78 Seiten, fand ich wirklich toll. Und ja, war sozusagen, ich habe damit schon begonnen, als ich noch Blut aus Silber gelesen habe, um da so eine Pause zu machen und habe aber gemerkt, wie schnell mich diese Geschichte gepackt hat im Vergleich zu dem Buch, das ich ja dann abgebrochen habe. Es ist natürlich kein Vergleich, aber man spürt relativ schnell, ja, ich sag mal, nach 20, 25 Seiten bin ich in der Geschichte oder nicht. Und hier war ich drin und sie war leider viel, viel zu kurz, aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, diese Kurzgeschichte zu lesen. Und schwupps ist die Steffi blond. Ja, mitten im Büchermonat habe ich meine Haare verändert. Das ja, habt ihr wahrscheinlich jetzt schon im ein oder anderen Wochenrückblick gesehen. Ja, weil natürlich der Büchermonat später kommt. Aber für alle die sich jetzt wundern, da ist etwas anders. Aber zum nächsten Buch. Und zwar ist es Herzensglut von Elvira Zeisler. Es ist der erste Teil einer Trilogie. Und es ist der Stern der Macht. Erschienen 2014, mittlerweile sind alle drei Bücher erhältlich. Und Band 1 gibt es aktuell sogar zum Vorzugspreis. Schaut also mal in die Infobox, sollte es euch interessieren, könnt ihr es, ich glaube, für 1,99 € aktuell erhalten. Und das ist ja wirklich ein absolutes Angebot, wo man sagen kann, da kann man auf jeden Fall beim Auftakt einer Reihe mal zugreifen. Das Buch wurde mir von der lieben Elvira zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Und ich habe es als E-Book gelesen. Um was geht es? Es geht um Erin. Sie ist fast 18, lebt zusammen mit ihrer Schwester in einer Art WG. Die Eltern sind, glaube ich, in Kanada wegen beruflichen Dingen. Und beide sind eigentlich ganz glücklich, so wie es ist. Sie leben halt so ein bisschen voreinander her. Und es macht eigentlich einen ganz netten und ordentlichen Eindruck. Und dann eines Tages, Erin ist mit dem Fahrrad unterwegs, sieht sie einen Unfall und trifft dabei auf eine alte Frau, die angefahren wurde, die ihr ein Amulett in die Hand drückt. Und ja, zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass das Amulett eine große Geschichte hat, dass dieses Amulett etwas Magisches beinhaltet. Das erfahren wir erst im Laufe der Geschichte, denn wir treffen auf Daniel, der einer Bruderschaft angehört und sie scheinbar beschützen soll oder beschützen muss. Und ja, es tun sich da natürlich die ein oder anderen Gefühle auf und merken aber dann nach zig Wendungen in diesem Buch, die teilweise sehr, sehr überraschend waren, da passt doch irgendwas mit diesem Amulett nicht, es passt was nicht mit Daniel, mit der Bruderschaft und dann natürlich schon gleich gar nicht mit Erin. Und ja, dementsprechend ist natürlich Spannung angesagt. Mir hat diese Geschichte, dieser Auftakt sehr, sehr gut gefallen. Es war Urban Fantasy, wie ich es mag. Es hatte wunderbare Wendungen, die teilweise wirklich sehr überraschend waren. Manches war ein bisschen vorhersehbar. Da war schon ein bisschen leichter zu erraten, in welche Richtung es geht. Aber der Stil war sehr lebendig, war sehr frisch, war auch sehr jugendlich, wie ich fand. Also ich fand, es war absolut, ja, also nicht überdreht oder zu jugendlich, aber man hat einfach gespürt, es ist leicht und man konnte sich das bildhaft einfach wunderbar vorstellen. Es war so ein bisschen, wie wenn ein Film abgelaufen wäre. Ich fand es sehr spannend, ich fand, es gab tolle Charaktere, ich fand auch die Entwicklung gerade von Erin und auch von Daniel fand ich wirklich sehr gut. Ich bin da sehr gespannt, was im Band 2 und 3 auf mich wartet. Es hat mich manchmal ein wenig an die Edelsteinreihe von Kerstin Gier erinnert, aber gar nicht negativ, dass ich da ein negatives Gefühl hatte, sondern einfach, es war natürlich so ein bisschen was, es ging da auch ein bisschen um Edelsteine, es gab so geheime Bruderschaften, das hat einfach so ein bisschen den Charakter gehabt, aber es war jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, es war abgeschrieben, gar keine Frage, es hatte nur einfach mir hat die Edelsteinreihe Spaß gemacht und dementsprechend gefallen mir natürlich ähnliche Geschichten einfach auch sehr gut und das hat mir einfach hier drin gefallen, dass einfach so ein bisschen, ja, eine Ähnlichkeit da war und man einfach gespürt hat, da ist was Lebendiges, da ist was Echtes und ach, das fand ich einfach ganz, ganz toll. Ich mag solche Art Geschichten,
Geschichten sehr gerne und ich danke wirklich Elvira für die Geschichte, die sie geschrieben hat und dass sie sie mir zur Verfügung gestellt hat. Und das ist definitiv eine Reihe, die ich weiterlesen möchte. Vielleicht nicht gerade heute Morgen so bei uns jetzt hier in der Weihnachtszeit, aber spätestens im neuen Jahr werde ich da zugreifen, weil ich das wirklich ganz, ganz toll fand und mir Erin schon sehr, sehr ans Herz gewachsen. Sam Daniel und ja, auch so der ein oder andere Charakter, der da drin auftauchte. Sehr spannender Auftakt, sehr gelungener Stil, die Geschichte, die Idee dahinter macht sehr, sehr viel Spaß und ist von mir auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Und weiter geht es in diesem Monat mit Die Tribute von Panem, Flammender Zorn, der abschließende Teil der dystopischen Trilogie von Susan Collins. Eine Dystopie, die ich unglaublich liebe. Es ist eine meiner absoluten Lieblingsbuchreihen mit Charaktere, die ich sehr tief empfinde, die Wendungen machen, die charakterlich weiterkommen, die aber auch Schmerz erleben und die teilweise auch wirklich zerbrochen sind und sich dann wieder ja, zusammenfügen müssen. Und was geht es denn in Tribute von Panem? Ja, die Geschichte ist relativ leicht. Wenn man an der Oberfläche bleibt, erklärt, wir leben hier in Panem und Panem besteht aus dem Kapitol, der Hauptstadt und 12 Distrikten. Und umso weiter man vom Kapitol wegkommt, umso ärmer werden die Menschen in diesen. Und es gibt einmal im Jahr die sogenannten Hungerspiele, die tödlichen Spiele, so heißt ja der erste Teil der Trilogie in Deutsch. Und dort schickt man jeweils ein Mädchen, einen Jungen von, ich glaube, 12 bis 18, jeweils einer wird gezogen, ein Mädchen, ein Junge, je Distrikt und die kämpfen in diesen Hungerspielen gegeneinander zur Belustigung all derer, die da gerne zuschauen. Und das sind in der Regel die aus dem Kapitol. Und wir lernen hier eine Familie kennen, der Vater ist bei einem Bergwerkunglück umgekommen und seine Tochter Katniss ist so ein bisschen zum ja, Mann im Hause geworden. Ein junges, sehr tapferes, sehr mutiges Mädchen, die ihre Schwester, die jünger ist, unglaublich liebt und sie einfach beschützen möchte und eben auch auf die Jagd geht für die Familie. Ihre Jäger waren sozusagen dann auch verkauft, um die Familie durchzubringen, zusammen mit ihrem Jagdkumpanen Gale. Zwischen denen da wohl auch anfangs man das Gefühl hat, irgendwie vielleicht doch ein bisschen mehr ist, als da im Grunde geschrieben ist. Und dann kommen die Hungerspiele und Katniss' Schwester Prim wird gezogen und das ist für Katniss so ein Schock und sie meldet sich freiwillig, weil sie eben genau weiß, ihre Schwester käme nie durch diese tödlichen Spiele. Und zusammen mit Peter, dem Jungen aus dem Distrikt, wird sie von dem Mentor Haymitch sozusagen in die Hungerspiele eingeleitet. Sie bekommen einen Stylisten zur Seite, Katniss bekommt Cinna, ein unglaublich geiler Charakter, wie ich finde. Und wir begeben uns in die Hungerspiele. Und mit den Hungerspielen und was da alles so vor sich geht und auch Dinge, die Katniss sagt und tut, wird sie zu einer Galionsfigur der Rebellion, die hier im Untergrund bereits im Grunde darauf wartet, dass es losgehen kann. Und Katniss wird das Symbol im Zusammenhang mit ihrer Brosche, die sie einst auf dem Markt, beziehungsweise hier von ihrer Freundin, der Bürgermeistertochter, geschenkt bekommt, wird sie mit als Spotttölpe auch vermarktet, wenn man so möchte, und ist der absolut erste Gegner von President Snow, der natürlich seine Macht und sein Werk, wie er es geschaffen hat, nicht hergeben möchte. Und im dritten Teil sind wir natürlich ja gegen Ente, die Rebellion ist vorangeschritten und ich möchte gar nicht so viel über den dritten Teil sagen, weil man natürlich hier unglaublich spoilert für alle, die Reihe noch nicht kennen. Ich kann nur sagen, eine ganz geniale, geile Story, ein dritter Teil, der sehr emotional ist, der sehr viele Dinge mit sich bringt, die einen emotional mitnehmen. Wir haben hier definitiv auch ein Kill Your Darlings, was Susan Collins, glaube ich, auch sehr schwer gefallen ist, manche Dinge so laufen zu lassen, wie sie dann gelaufen sind. Ein geiler dritter Teil, eine geile Reihe und absolut empfehlenswert. Und nicht nur die Bücher, sondern auch die Buchverfilmung, das sind ja jetzt alle vier Teile da. Ich war ja auch ganz aktuell im vierten Teil. Absolute Empfehlung. Wer gerne liest, wer Filme schaut, der wird mit dieser Reihe absolut nichts falsch machen. Und noch ein letzter Teil einer Reihe, und zwar Silber, das dritte Buch der Träume von Kerstin Gier. Ihre Silberreihe ist ja ebenfalls eine Jugendbuchreihe erschienen im Fischer Jugendbuchverlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Der dritte Teil erschien jetzt ganz aktuell im Oktober und kostet als Hardcover 19,99 €. Es ist ein wunderschönes Buch
Und auch wenn man den Schutzumschlag abmacht, hat man ein sehr schönes Buch in Türkis. Und ja, es ist der fulminante Abschluss einer Reihe, die sich mit Träumen, Traumkorridoren und natürlich jugendlichen Problemen beschäftigt. Wir begleiten das Leben schon seit dem ersten Teil von Liv Silber und sie zieht zusammen mit ihrer Schwester und ihrer Mutter zum neuen Freund ihrer Mutter, der wiederum selbst auch jugendliche Kinder hat. Und an der neuen Schule gibt es eine böse, gemeine Schlange, Secrecy, die sich Gerüchten annimmt, die Dinge herausposaunt auf ihrem Blog, egal ob wahr oder unwahr, und so manches Geheimnis auch herausbricht aus ihr. Liv lernt hier jetzt dann kennen, ja, so den ein oder anderen netten jungen Herrn, unter anderem Grayson, und ja, tut sich ein bisschen schwer mit der Rolle der Schwester, die ihr so jetzt zugeteilt wird von Gleichaltrigen. Und es gibt da an dieser Schule ja eine Gang, die ja Traumreisen kann. Und auch Liv gehört mit einem Male dazu und kann ihre Nächte eben im Traumkorridor verbringen und kann ihre Tür gut schließen, damit keiner hereinkommt. Aber natürlich auch in andere Türen hineingehen und so den ein oder anderen Traum verfolgen. Gar nicht so viel mehr zur Story, denn es ist natürlich auch hier ein dritter Teil, der sonst viel, viel spoilern würde, wie es ausgeht. Es werden viele Rätsel im dritten Teil gelöst. Wir erfahren auch, wer Secrecy ist, also wer darauf wartet und erhofft wird, dass ja unser Bitten ein Ende hat, dem war, so wie erfahren es. Und es ist auch recht schlüssig, aber es bleiben tatsächlich auch 1, 2, 3, 4 Fragen offen, wo ich dann dachte, Kerstin, Gia, bitte, lass es doch nicht so enden. Ich fand ja schon den zweiten nicht mehr ganz so brillant wie den ersten. Also es sind definitiv sehr, sehr gute Bücher. Ich fand aber den ersten aus dieser Reihe einfach den besten, den spannendsten, den packendsten und der uns eben einfach in diese Welt mitgenommen hat. Der zweite Teil war absolut gut, war noch ein super Buch und so jetzt auch der Abschluss. Es ist ein super Buch, es hat Spaß gemacht, es zu lesen. Es hat mich wirklich mitgenommen, mitgefiebert. Ich mag den humorvollen Stil von Kerstin unglaublich gerne. Und ich lese da unglaublich gerne drin. Ich mag auch ihre Danksagung in diesem Buch. Ich habe mich da absolut darüber königlich amüsiert, wie man sagt. Auch wenn sie selbst ja wohl kein so Fan von Danksagungen ist. Aber ich fand sie toll und danke ihr wirklich für dieses ganz, ganz tolle Jugendbuchwerk. Und wer die Edelstein-Reihe mochte, wird auch auf jeden Fall ja die Traumreihe mögen. Oder die Silberreihe, je nachdem, als was jemand bezeichnen möchte. Für mich ist es die Traumreihe. Und ich fand das ganz, ganz toll. Ein toller Abschluss, wenn er doch auch die ein oder andere Frage auflässt. Aber es ist, ja, wer bis jetzt 1 und 2 gelesen hat, der muss auf jeden Fall auch den dritten lesen. Und wer jetzt denkt, was ist denn Silber? Auch der sollte auf jeden Fall beginnen, diese Reihe zu lesen, weil sie wirklich eine wunderschöne Idee hat, tolle Charaktere und wirklich ganz viel Humor und Witz und sehr viel Spaß gemacht. Und das letzte Buch in diesem Monat hat mich ja ein bisschen in Winter-Weihnachtsstimmung gebracht. Und zwar von Scarlett Bailey, Weihnachtssterne über Cornwall, habe ich bei Weltbild ja erstanden, um es eben genau über Weihnachten ein bisschen zu lesen oder in der Adventszeit. Kostet, glaube ich, jetzt Taschenbuch, hat es 6 Euro gekostet und hat mir einfach, ja, wie soll es anders sein, natürlich vom Cover her gefallen. Und ich bin ja doch ein großer Fan, ich sag mal so Irland, Schottland, so ein bisschen dieses, ja auch Cornwall, dieses England, was so ein bisschen ländlich ist. Und wir haben hier Alex, eine, ja, sehr, eine junge Frau, die eben ja so ins hinterletzte Eck sozusagen zieht, um dort sich als Schiffereifrau irgendwie einen neuen Namen zu machen. Sie ist aus verschiedensten Gründen jetzt von der Stadt ins Land gezogen und muss sich dort auf ihrem Posten ja doch ein bisschen zu behaupten wissen und das lernen, weil normal ist das wohl ein knallharter Männerberuf und viele Schiffsmänner sind dem schon sehr skeptisch gegenübergestellt, dass da jetzt eine junge Frau ist. Und ja, sie zieht in ein sehr beheimliches Dorf, wo jeder jeden kennt, jeder im Pub zusammen feiert und eigentlich alles über den anderen weiß. Und sie zieht eben in ein kleines Cottage, das nicht direkt ihr dann jetzt sozusagen gehört, sondern einem Hund.
Denn diesem Hund gehört mehr oder weniger das Haus. Sie haben versucht schon, diesen Hund so oft wie möglich irgendwie mal umzuziehen und auch mitzunehmen von den Besitzern, die eben vorher in dem Haus wohnen. Aber der Hund kehrt immer wieder in dieses Cottage zurück. Und Alex mag eigentlich gar keine Hunde, keine Haustiere und muss sich mit dem etwas doch anfänglich stinkenden und nervigen Hund ja erstmal so ein bisschen rangewöhnen und den irgendwie akzeptieren. Und dann gibt es natürlich, wie soll das anders sein, auch ein paar Irrungen und Wirrungen des Lebens und der Liebe und und das alles so ein bisschen rund um Weihnachten und vor Weihnachten und nach Weihnachten und ja. Es war eine sehr liebreizende Geschichte. Ich fand sie sehr unterhaltend. Ich habe viel gelacht. Ich habe auch die ein oder andere Träne verdrückt. Jetzt nicht direkt, ich sag mal, nicht geweint, aber es stand einem schon die Tränchen in den Augen. Es war wirklich sehr, sehr rührend und mir hat Alex unglaublich gut gefallen. Ich fand sie super sympathisch, super echt, super natürlich. Ich mochte die Familien, die wir dort kennengelernt haben. Ich mochte den Hund Bujo oder Boje oder wie auch immer wir ihn aussprechen möchten. Und ich mochte auch einfach die Leute in diesem Dorf. Es war ein wunderbares Setting. Es war ein sehr lockerer, leichter Stil. Es hat mich wirklich in wunderbare Winter-Weihnachtsstimmung gebracht. Es war mir manchmal ein bisschen zu viel Klischee. Also ich bin da nicht so der große Fan von Klischees und dass dann jeder so seine Rolle hat und auch immer der entspricht. Das nimmt halt auch oft so ein bisschen die Überraschungsmomente. Das war so wirklich ein bisschen, wo ich denke, naja, das muss man schon mögen und mir war es manchmal eben einfach too much. Deswegen, es ist eine tolle Geschichte, es war eine lustige Geschichte. Es ist jetzt aber kein absolutes Must-Read und es ist halt schön so zur Weihnachts- und Winterzeit, gar keine Frage. Es bringt einen in Stimmung, wenn man dann Kerzen anhat, einen Tee dabei hat, Minzen auf den Beinchen auf der Couch. Da hat man dann schon einfach genau das Feeling dafür. Und deswegen ging es auch relativ schnell. Ich habe Samstag angefangen, habe es dann Montag am 30. zu nachts oder abends dann gar im Bett beendet. Und es hat mir gut gefallen. Also ich fand es eine sehr schöne Geschichte, eine sehr leichte Geschichte. Und kann es für die vorweihnachtliche Zeit auf jeden Fall empfehlen. Und habt ihr die Rereads erkannt, bevor ich es im Videoabschnitt erzählt habe? Ja, es war natürlich Das Schicksal ist ein mieser Verräter, was ich nach dem Terroranschlag von Paris gelesen habe. Und es war Tribute von Panem, der dritte Teil, natürlich bevor ich ins Kino gegangen bin. Und das abgebrochene Buch, ja, darüber wollen wir gar nicht so viel reden. Es ist schließlich abgebrochen. Insgesamt doch ein sehr gemischter Monat, wie ich finde. Wenn ich so auf meine Liste gucke, denke ich, okay, da war doch von allem so ein bisschen was dabei. Und finde ich ganz schön, wenn es so ein bisschen gemischt ist. Welches der Bücher hat euch denn angesprochen? Welches der Bücher kanntet ihr schon? Oder habt es vielleicht auch direkt im November gelesen und sagt, hey, manchmal, ne, wie es manchmal so ist in der Welt, da lesen zwei das Gleiche, ohne es zu wissen. Und würde mich sehr, sehr interessieren, schreibt das gerne in die Kommentare. Und ich danke euch nun schon fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.